Die Gerüchte waren schon vor der Bekanntgabe der Netflix-Quartalszahlen da, nämlich, dass diese Zahlen enttäuschen würden. Und so ist es denn auch gekommen. Ein Gewinn pro Aktie von $1,74 war einfach zu wenig im Vergleich zu den geschätzten Prognosen von $2,21. Aber die wichtigste Kennzahl, die der neuen Abonnenten, das war eigentlich die größte Enttäuschung. 2,5 Millionen hatte Netflix fürs dritte Jahresviertel avisiert. 2,2 Millionen sind es nur geworden. Und man sieht vor allem im Vergleich zum Vorjahresquartal, wie groß die Diskrepanz ist zu den 6,8 Millionen von damals. Es sollen aber wieder mehr Abonnenten auf Netflix setzen, verspricht das Unternehmen, nämlich 6 Millionen im vierten Jahresviertel. Aber auch da ein deutlicher Unterschied. Selbst wenn es 6 Millionen werden würden, 8,8 Millionen waren es vor Jahresfrist vor Corona. Zwar konnte Netflix mit einigen Produktionen punkten, wie zum Beispiel dem Thriller The Old Guard oder mit Project Power, aber Netflix hatte einfach weniger Blockbuster in petto. Das überproportionale Wachstum, was wir am Anfang der Corona-Krise gesehen haben, das schwächt sich jetzt ab. Aber das ist die Frage, ob das wirklich eine nachhaltige Abschwächung ist oder ob einfach die Konkurrenz von Disney Plus und Apple TV Plus sehr viel stärker geworden ist. Damals, als es die alle noch nicht gab, war Netflix ja noch First Mover. Nichtsdestotrotz, der Streaming-Markt wächst. 2018 hatte er einen Wert von $8 Milliarden und Studien gehen davon aus, dass es 2027 19 Milliarden sein werden. Trotzdem die Aktie nachbörslich in New York unter Druck und auch hier im deutschen Handel deutlich im Minus. Carsten Kaletta vom Anlegermagazin Der Aktionär schrieb in einer ersten Einschätzung: Die Zahlen sind sicherlich enttäuschend, dennoch ist der Aktionär prinzipiell von den Zukunftsaussichten des Unternehmens überzeugt. Der Plan mit einem Kauflimit von $440 können sich Anleger auf die Lauer legen.